Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, heute mit Motto 1404. Moin moin. Ja, wir sind heute mal wieder heute als SEK-Polizei unterwegs, heute mal im wunderschönen Survivor. Ja, wir werden dann heute hoffentlich ein paar Crimes machen können, auch obwohl der jetzt nicht das schnellste Fahrzeug hier in EH ist. Egal, ich hoffe wir schaffen es trotzdem und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. What it really means to live like golden. Yeah, we're golden, baby, girl, we're golden. They're about to see it shine. Dann wollen wir doch in das dicke Teil einmal einsteigen und irgendwo hinfahren, wo wir denn. Das macht keinen Sinn. Okay, alter Verwalter. Gut, da haben wir auf jeden Fall ein paar Crimes. Oh, die Ares wird ausgeraubt. Dann würde ich sagen, fahren wir doch da direkt hin. Wir können Blaulicht eigentlich direkt anmachen, weil wir sind sowieso offensichtlich Polizei. Motte, du schiebst mich gerade ziemlich weg. Danke dafür auf jeden Fall. Ja, hat auf jeden Fall super funktioniert. Ich habe mich jetzt vorne aufgehängt. Super. Profi. Bester Fahrer. EU West, genau. Dann. Ja, wer hat was? Der. Ah, der. Super. Ich hänge mich gleich fast nochmal auf. Der hat zwei Platten, ich sehe es. Okay, er fährt immer einen Kreisel. Das Ding ist arschlangsam, aber egal. Wir versuchen es trotzdem. Okay, er ist gelieft und ich habe keinen XP gekriegt, weil ich zu weit weg war. Geil! Gut, dann fahren wir jetzt eben über die Autobahn. Da wird nämlich auch was ausgeraubt. Hier fährt ein X3, höchstwahrscheinlich Polizei. Die Osso wurde jetzt anschließend noch ausgeraubt. Das heißt, wir konnten uns dann doch nochmal ein bisschen Zeit verschaffen, indem der Crime dann doch jetzt irgendwie noch zur Osso gefahren ist, haben wir dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen Zeit. Boah, ich weiß noch damals, wo der SEK, waren die Leute krass, die SEK-Leute immer krass, wenn die mit diesem Survivor R gefahren sind. Dann wusstest du sofort, da gleich jetzt kommt SEK, jetzt ist krass. Okay, da ist auf jeden Fall der Q5 gewesen. Am besten lässt er mich durch. Nee, er fährt mir nochmal frontal rein. Perfekt. Fahren wir weiter, dem verfolgen wir ihn erstmal. Aber das Ding ist halt, ich sehe ihn halt nicht mehr. Einmal linke Spur mit 95. Das Ding ist auch wie eine Disco-Kugel, ey, wenn ihr mit den ganzen Blinkern hier. Na gut. Free Chicken. Oh nein. Oh nein. Wir kriegen ein Free Chicken mal wieder. Hat mir gerade jemand per DM-Nachricht hier im Game geschrieben. I'm back. Ja, das Free Chicken ist back. Der Juve wird ausgeraubt. Wir sind aber sehr, sehr langsam mit dem Teil. Über den Hafen kommen wir nicht drüber. Okay, was hat der KFC jetzt gemacht? Der hat noch gar nichts gemacht, der ist ganz nett. So, gut. Fahren wir zum Juwelier. So, nach einem Vierteljahr auch mal beim Juve angekommen. Wahrscheinlich der Crime schon längstens weggefahren. Bin ich jetzt auch mal da. Ich hoffe, ich habe noch eine Polizeisirene. Okay, das ist Motto hinter mir. Ich kann jetzt auch mal Party machen. Sieht nicht so aus, als wäre der Crime weggefahren. Ist auf jeden Fall noch hier. Nee, doch, ist auch Polizei, ist beides Polizei. Was mit dem Lamborghini hier? Ja, direkt Full Stop Six. Perfekt. Der hat sogar was gehabt, da ist auf jeden Fall ein Hütchen mitten im Links drin. So, wollen wir doch mal den Lambo versuchen aufzuhalten, der hier wild umherfährt. Das Ding ist auf jeden Fall echt langsam mit 95, ich hätte echt gewünscht, dass das Ding vielleicht 110 fährt. Jetzt werde ich auch noch von einem Q5 gedreht, wunderbar. Alter, das Ding ist einfach zu groß und es hat einfach zu wenig Leistung für die Gewichtsklasse. Mein Auto ist im Wasser aus irgendeinem Grund. Warum ist dein Auto irgendein, im Wasser? Irgendein RS4 hat mich eingesammelt. Okay. Ich hoffe, er fährt mich mal zur Polizei zurück. Dann kann ich dort meinen Survivor wiederholen. Ja, Tatsache. Wunderbar. Wie kommst du ins Wasser? Frage ich mich auch. Ich stand erst am Polizeikreisel, plötzlich bin ich im Wasser. Frag mich nicht wie. Er hat sich da rein teleportiert. Oder du hast mich reingeschoben, eins von beiden. Ich war beim Juve. Okay. Wurde er schon wieder ausgeraubt? Nee. Nein, aber ich habe trotzdem geguckt. Also das Einzige, was du mit diesem Survivor machen kannst, ist dich irgendwo auf die Lauer legen und einfach nur warten auf eine Crime. Und blitzen. Hier ist der RS4 wieder. Ist das überhaupt Polizei? Hier ist eine Bombe explodiert am Eingang. Das war nicht meine Polizei. WTF. Ich habe erst gedacht, das wäre eine Polizei. Das ist ein Crime. Das ist ein Crime. Stopp. Stopp. Werd angeschossen. Ja, ich kann aber nichts tun, weil ich... Polizeikreisel. Ja, ich bin im RS4 beschäftigt. Oh, wow. Ja. Ne, treffen tue ich nicht. Was ist denn bei dir am Kreisel? Naja.
Ey, so unmöglich zu sehen, weil durch die Reifen kann man nicht durchschießen und der Rest ist am Body, es ist in einem Auto gewesen. Perfekt, bin tot. Ich muss mal auf dem RTW warten. Der neue Server, neues Glück. Mal schauen, was hier so abgeht. Ja, es wurde ausgeraubt, aber da ich sehr langsam bin mit diesem Fahrzeug, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich noch hinterherkomme. Wo fährt denn der? Der fährt Juwelier. Zum... Ja, da kommt ein RS4, Polizei ist schon vor Ort. Okay. So. Ja. Stop this RS4. Hier ist heißt Robin the Juwelier. Wer ist der andere RS4 hier jetzt schon wieder? Jetzt hänge ich auf dem anderen RS4. Irgendeine Bombe explodiert, okay. Hilfe, ich steig auf einem anderen RS4 und den habe ich jetzt getuned damit. Okay, geil. Ich möchte gerne runter, bitte. Von diesem. Ich hab einen. Ja, ja. Jo, dir macht ein Sniper raus. Ich mag das gar nicht. Doch. Oh Gott, habe ich nicht geschafft getasert. Jo, okay. Ja, wunderbar. Das war's dann auch mal wieder komplett. Erstmal 10-mal die Maus neu einstellen. So, geheilt können wir auf jeden Fall jetzt wieder in unseren Survivor Air einsteigen. In der Hoffnung, dass er noch fährt. Ja, er fährt noch. Entspannt. Hier ist ein Passat. Wo ich bin gerade über einen Hydranten drüber gefahren. Und Ian konnte ihm sogar Stop-Six geben. Der ist gerade an der Baustelle und fährt Richtung Krankenhaus. So. Ja, er fährt sogar am Krankenhaus vorbei, Richtung ADAC sehr wahrscheinlich. Um dort sein Auto zu reparieren. Aber bis dahin werde ich hoffentlich da sein. Nee, okay, er fährt geradeaus weiter. Ich habe nicht so genau verstanden, was er jetzt vorhat. Wo? Ich habe ihn jetzt selber verloren. Wenn sogar ein Passat zu schnell ist, dann weißt du Bescheid, ey. So, was mit dem hier? Was mit, ist der Crime zufälligerweise? Wenn wir wenigstens eine Festnahme heute haben? Ja, der ist sogar Crime. Ja, getasert. Problem gelöst. Und festgenommen. Wunderbar. Ja, WLAN ist auf jeden Fall ein bisschen laggy bei mir. Auf einem blöden Schild. Okay. Wie auch immer du da drauf gekommen bist. Das freue ich mich selber. Ich fahre mal jetzt zum Knast und bringe einen Crime hier weg, der jetzt gejoint ist. Glaube ich. Oder hat er. Na, er ist, glaube ich, gejoint. Und zumindest hat er zwei platte Reifen gehabt, das habe ich gesehen. Weil höchstwahrscheinlich sind immer meistens Leute, die Platten haben, sind sehr wahrscheinlich auch Crime. Nicht immer, aber es ist oft so. Das heißt, da kann man dann immer gerne mal vorbeischauen bei solchen Leuten. So, egal. Wir können auf jeden Fall jetzt den Crime ins Gefängnis befördern mit unserem riesigen Survivor. So. Perfekt. Er hatte sogar mehr als nur... Aha. Hier wird geschossen aus dem schwarzen Q5. Kriminell. Ja, aber er kann halt flüchten mit seinem Q5, weil er einfach schneller ist als ich mit dem Panzerwagen. Naja, er hat auf jeden Fall eine Glock gehabt, deswegen verfolge ich ihn jetzt mal. Außer es war jetzt Ian, der Polizei ist und lustig fand, dass ich ihm jetzt die ganze Zeit hinterher fahre. Ich hoffe mal nicht. Und Pyro ist am Boden. Ja, moin. Dann, wo ist er denn am Boden? Am ADAC. Okay, am ADAC wird dann anscheinend geschossen. Dann gurken wir mal rüber. Motti, ich bin schneller. Ich überhole dich. Ah! Jetzt hast du mich gedreht. Jetzt liege ich auf der Seite. Hilfe! Unfall. Unfall. Okay, ich fahr doch wieder. Ich bin auf einem Schild wegen dir, Mann. Ich bin Profi. Ich häng jeden aufs Schild auf, ey. Oh Gott. So, nee, die Haus ist auch leer. Da ist auch niemand mehr. Alles klar. Will man aber bestimmt mit einem Taser regeln können. Ja, wird man's auch. Perfekt. Taser regelt. Festgenommen. Yay. Nee, hier am Krankenhaus ist auch ein bisschen Party. Kommen wir doch gleich mal dazu. Ich will's. Wer ist denn hier? Ist hier der Dings-Crime oder was? Die E-Klasse. Hat der die was? Sieht so aus, als hätte er was. Mal irgendwie. Ja, die E-Klasse hatte sogar was. Wunderbar. Ja, jetzt hält mich ein Passat auf. Alles klar. Aber das ist so, ich verstehe Passatfahrer nicht, ne? Die stehen die ganze Zeit machen die nichts. Plötzlich machen die Motor an und halten dich so gut es geht auf. Ich verstehe das alles immer nicht. Wieso, was bringt Passatfahrer immer dazu? Egal. Wir versuchen jetzt die E-Klasse erstmal zu verfolgen, die jetzt hier versucht zu flüchten. Ja, wurde getasert. Ich fahre den Polizisten erstmal voll mit meinem Auto direkt ins Gesicht. Wunderbar. Direkt wieder getasert und festgenommen. Nein! Oh, jetzt hat einer diese doch noch gekriegt. Das wollte ich halt eigentlich nur hoffen. Ich wollte damit das eigentlich wegnehmen. Oh, er ist auch gelegt. Wunderbar. Haben wir auch. Der Schwarze!
Wo ist der Schwarze? Hier hinter mir. Der schwarze Q5. Nee, am Parkhaus tatsächlich. Okay. Auch interessant. Fahren wir erstmal zum Juwelier. Hier ist auf jeden Fall ein Fahrzeug. Noch ein Fahrzeug. Mehrere Fahrzeuge. Ich stecke auf einem Fahrzeug jetzt fest. Ich höre Schüsse. Ja, der Video hat jetzt inzwischen was. Der hat nämlich einen Juwelier ausgeraubt. Das war ganze Zeit ein CV-Cop. Mit unser schwarzer Kuchen. Und der hat uns die ganze Zeit angeschossen. Mhm. Wow. Auf jeden Fall ist aber jemand down gegangen hier am Parkhaus. Am Bahnhaus. Das war nämlich die ganze Zeit ein Cop. Oh mein Gott. Ich hab gesagt, es war ein Crime, ey. Ganz ehrlich, ich hab gedacht, es war ein Crime. Hier ist ein Police down gegangen. Hier ist aber kein Crime mehr, glaube ich. Halt, stopp! Oh, ist da drin ein Crime? Nee, hier ist der Police down. Ist hier unten ein Crime zufälligerweise am Dealer? Nö. Ja. Ist hier drin jemand? Nö. Oh nein, jetzt geht das Free Chicken schon wieder los. Oh nee. So, wo ist denn hier jemand? Ach, da oben! Ach, hier. Oh Gott. Um Gottes Willen. Ah, ich muss mit einem schneller Schusswaffe machen. Ich habe halt keine Energie mehr. Boah, Alter. Ganz viele Polizisten schießen auf ihn. Ja, jetzt ist er down. Gut, down geschossen. So, meine lieben Freunde, das war's in dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Und natürlich sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Wenn ihr dabei seid, wir spielen noch auf Hamburg oder ein anderes Game. Und bis dahin, ciao. So, wie ich sehe, hat dir das Video also gefallen. Und wenn du mehr davon sehen willst, dann klicke gerne hier.